Ja, ein weiterer Sigo ist der 565 FMK. Und hier auch wieder vorab, ne? Das möchtet ihr mal wissen, die Preise, wo liegen sie aktuell? Und ja, 31.979 Euro. Fahrzeuglänge wollt ihr immer gerne wissen. 8,03 Meter das Ganze. Und das ist natürlich ein schöner Familiengrundriss, denn wir haben ein Dreier-Etagenbett mit an Bord. Wir gucken einmal kurz von außen, wie gesagt, der neue Sigo. Und schön hier mit den Alufelgen bei dieser Ausstattungsvariante. Ich habe ja schon einen anderen, hatte ich auch schon gefilmt. Hier ist, wie gesagt, so ein kleines Karree, wo die Sigos stehen, direkt am Eingang hier von der Halle 7a. Und wir gehen einfach mal rein, gucken mal schnell, weil hier ist wirklich schon, wie gesagt, heute ist Preview Day und hier ist ganz viel Presse unterwegs, weil damit man die Fahrzeuge euch vorab schon ein bisschen filmen können und so, können wir ein bisschen früher rein, damit wir hier in aller Ruhe euch mal so die Kleinigkeiten zeigen können. Wie gesagt, auch hier wieder der Hinweis, es sind Teaser-Videos, einfach nur so kleine Happen, wo man mal gucken kann, was es so gibt, Neues und ja. Ja, fangen wir direkt hier hinten an. Ich habe es eben schon erwähnt, wir haben hier ein Dreier-Etagenbett. Das ist natürlich auch ganz toll gelöst und auch schön gemacht. Vor allem, man muss ja überlegen, guck mal, ich weiß nicht, ob man das so sehen kann in dem Video. Hier hast du am Eingang einen wahnsinnsgroßen Raum. Also da ist wirklich Platz, dass wenn du erstmal reinkommst, hast du erstmal die Möglichkeit, Jacke, Schuhe, alles auszuziehen, weil du hier dich auch mit 3, 4 Mann locker hinstellen kannst und dich hier bewegen kannst. Und auch wie in dem anderen Sigo schon, finde ich immer schön, ach guck mal, sogar mit Licht im Schrank, wenn du schon einen Grundriss hast für Familie mit Kindern, dann brauchst du natürlich auch die Möglichkeit, die Wäsche unterzubringen. Ne? Hier kannst du direkt eine Jacke aufhängen, dann hast du wie gesagt diesen Schrank. Das Coole ist aber, du hast dasselbe hier auch nochmal, denn jeder, der Kinder hat, weiß, du hast immer verdammt viel Wäsche mit. Hier dann ein Fenster. Hier oben ist eine Dachluke noch und man hat dann immer am Kopfende, also hier oben hat man am Kopfende ein Fenster, hier unten hat man am Kopfende ein Fenster und derjenige, der in der Mitte schlafen darf, der hat dann ein Fenster zur Seite. So, wir haben eine Truma-Heizung an Bord, darüber dann auch nochmal ein großer Kleiderschrank für Jacken und sowas aufzuhängen oder ein paar Sachen reinzustellen. Wer möchte, kann sich da natürlich wahrscheinlich auch noch Einlegeböden irgendwie reinbauen. Würde natürlich auch noch funktionieren. Sorry. Und wir haben eine Rundsitzgruppe. Ist natürlich auch immer wichtig, weil die ganzen Personen müssen natürlich auch im Urlaub irgendwo sitzen. Ne? Ich meine, man ist ja die meiste Zeit eh immer draußen, ne? Ganz ehrlich. Aber nichtsdestotrotz, wenn es mal schlechtes Wetter ist und man hat kein Vorzelt davor oder keine Markise, dann muss man ja auch mal drinnen sitzen können. Wir haben hier einen schönen Küchenblock. Auch wieder große Schubladen, da passt viel rein, direkt mit dem Besteckeinsatz da drin, das finde ich toll. Das vermisse ich bei manchen Herstellern mittlerweile, die lassen das dann einfach weg. Wir haben hier oben die Dachschrankklappen mit Einlegeböden, das ist auch wieder hervorzuheben. Einmal ohne, einmal mit, das finde ich super. Schön großer Kühlschrank und ich sage euch ganz ehrlich, auch dieser Slim-Kühlschrank von Tedford. Wir haben ihn bei unserem Fahrzeug auch drin. Ich habe am Anfang gedacht gehabt, da passt doch nichts rein. Doch, es passt. Es ist Wahnsinn, wie viel da reinpasst. Ja, hier haben wir das große Bett. Ehebett für Papa und Mama dann. Wir haben selbstverständlich darunter jede Menge Stauraum für beispielsweise Tisch und Stühle. Dann haben wir hier das Waschbecken. Schöner großer Spiegel. Der ist wirklich riesig. Und natürlich ein Bad mit Dusche, also Duschvorbereitung mit drinne. Das heißt mit Duschvorhang, man kann auf jeden Fall vernünftig drinne duschen. Das funktioniert, weil gerade auch bei Kindern, sage ich es auch immer wieder, braucht man auch mal die Möglichkeit, denen mal die Füße abzuduschen. Also auch gar nicht so verkehrt. Hier nochmal so eine kleine Ablage, da unten nochmal Lichtschalter in den Steckdosen, das ist super. Da hinten nochmal eine aufgesetzte Steckdose. Ich wünsche mir immer noch, dass mehr USB-Steckdosen in den Fahrzeugen verbaut werden. Aber ja, vielleicht kommt das ja auch irgendwann. Hier auch nochmal Spiegel und nochmal so ein Blick durchs Fahrzeug vom Elternbett aus gesehen. Ihr Lieben, ich laufe rum und suche für euch die ganzen Fahrzeuge, die ihr mir geschickt habt,
per E-Mail und es sind echt einige. Und ich sage es jetzt immer wieder mal in den Videos, ich versuche so viele wie möglich für euch zu filmen und gucke, dass die Fahrzeuge auch da sind, weil nicht alle, habe ich schon gesehen, alle Fahrzeuge, die auf meiner Liste stehen, sind auch auf der Messe. Deswegen bitte, ne, ich gebe mein Bestes, wir geben unser Bestes und wie gesagt, ich hoffe, der Rundgang hat euch schon mal gefallen. Wenn ihr Fragen habt, haut es unten in die Kommentare und ich würde mich auch freuen, wenn ihr untereinander weiter so cool kommuniziert, dass wenn einer eine Frage hat, der andere hat die Antwort, dass er darauf schreibt und würde mich natürlich riesig freuen. Ihr Lieben, ich renn los, such den nächsten und wir sehen uns hoffentlich in einem der nächsten Videos. Macht es gut, bis dann. Ciao.